The Richard fragt, wie fandet ihr eure Schulzeit? Oh, Schulzeit, ganz schwieriges Thema, da kann ich eigentlich ein eigenes Video drüber machen, da kann ich eigentlich mal wieder Euro Truck Simulator 2 für spielen. Ganz schwierig, also während der Schulzeit bin ich nicht so gerne zur Schule gegangen, jetzt im Nachhinein würde ich sagen, war es eigentlich eine ganz coole Zeit. Die Schule, auf der ich war, war so lala, also die war gut, war auch gut ausgestattet und auch von den Räumlichkeiten total super, die Lehrer waren nett. Teilweise waren aber manche Schüler, weil ich war auf dem erzbischöflichen Subertus-Gymnasium in Düsseldorf, teilweise gab es dann da manche Schüler, die ein bisschen hochnäsiger waren als der Rest und auch toller natürlich als der Rest. Aber naja gut, nichtsdestotrotz, da wurde viel Scheiße gemacht. Man ist jeden Tag mit seinen Freunden irgendwie zusammen, deswegen war Schule eigentlich ganz cool. Und also nach der Schulzeit, je nachdem, wo die Leute anfangen zu studieren, ob jetzt irgendwie in Tokio, Wien und weiß der Geier, wo die alle hin sind, verliert man sich so ein bisschen auf den Augen, das ist irgendwie schade. Aber zu meiner Schulzeit war ich irgendwie so in den ersten so 5. bis 7., 8. Klasse war ich dann irgendwie der Klassenclown, wo auch regelmäßig irgendwelche Konferenzen zu abgehalten wurden. Ich kann mich noch erinnern, das habe ich glaube ich schon mal erzählt oder schon mehrfach erzählt, eine Freundin von mir, also heute eine gute Freundin von mir, die Eltern von der haben sich damals über mich beschwert und haben gedroht, ihre Tochter aus der Klasse zu nehmen, weil sie mit mir nicht vernünftig lernen könnten, weil ich irgendwie immer den Unterricht gestört habe. Das Tolle daran war allerdings, dass ich dann immer mitgemacht habe. Und irgendwann haben die Lehrer halt so lange auf mich eingeredet, bis ich halt ruhiger wurde, aber dann habe ich auch irgendwie mündlich nichts mehr gemacht. Und darüber haben sie sich dann auch wieder beschwert. Und naja. Also Schule, damals, als ich zur Schule gegangen bin, war, naja, ging so. Gab natürlich auch geile Momente. Gibt's ja immer. Aber, naja. Besonders guter Schüler war ich jetzt auch nicht, weil ich genau zu der Zeit zur Oberstufe, damals gab es ja noch 13. Klasse, wirklich keinen Bock hatte zu lernen. Generell ist für mich Schule immer nur so eine Sache von Lernen gewesen und nicht unbedingt von Intelligenz. Denn wenn man alles auswendig gelernt hat, ist man da meistens auch gut durchgekommen. Also das heißt durchgekommen, sondern hat richtig gute Noten gekriegt. Und so mit Kombinieren hat das bei uns auf der Schule zum Beispiel nie viel zu tun gehabt. Was ich an der Schule immer schade fand, war, dass, naja, man hat Matrizenrechnung und so einen Quatsch gelernt, aber irgendwie, was ist mit Versicherung, wie mache ich eine Steuererklärung und all solche Sachen hat man nie gelernt und das verstehe ich bis heute nicht. Wie ich meine Schulzeit so fand, ich fand meine Schulzeit eigentlich ziemlich geil, zumindest die Oberstufe, ab da ging es richtig ab, wenn dann so der Zusammenhalt in der Stufe und die ganzen Leute dann auch wie Harley dann dazu kamen und wir unsere richtig coole Clique hatten. Und man das Leben so ein bisschen starten kann, dann ist es doch sehr, sehr lustig und war eine wirklich schöne Zeit. Und auch wenn Schule echt stinkt, aber ich würde, glaube ich, sogar eher mit Arbeit tauschen. Meine Schulzeit war fucking awesome. Also wirklich, ich habe die absolut geliebt eigentlich. Man hatte viele Freunde, man hat nur Quatsch gemacht im Endeffekt und die Schule an sich hat jetzt nicht so viel Stress bereitet. Also manchmal natürlich. Man hat immer seine Hassfächer, Chemie hat mich fast zum Heulen gebracht und quasi, weil ich da einfach nur 5 geschrieben habe, aber ansonsten war alles super geil, einfach nur. Ich liebe meine Schulzeit. Meine Schulzeit? Ja, ich sag mal, bis auf ein paar Ausnahmen wie Arschloch-Mitschüler oder verkackte Lehrer, fand ich meine Schulzeit ehrlich gesagt sehr geil. Ja, also ich hätte schon Bock, mal wieder so einen Tag oder so bei meinen Lieblingslehrern oder mal so eine Woche oder so, hätte ich schon Bock drauf. Also, ich möchte sie nicht missen. War schon sehr, sehr geil. Die Schulzeit war schon ziemlich awesome. Haben wir ja auch größtenteils, habe ich die meisten von unseren Peetsmeet-Jungs kennengelernt. Und das war awesome. Wie gesagt, ich kann einfach nur sagen, die Freistunden waren cool, schön Oberstufenraum chillen. Schulzeit war generell Lernen, das ging auch, ja, es war echt nicht so schlimm. Und ja, am Ende denkt man sich immer, oh, die Schulzeit, ich vermisse sie doch schon ziemlich stark. Also wie gesagt, Schulzeit nicht entgehen lassen. Wirklich total toll, war klasse. Meine Schulzeit war ziemlich, ziemlich geil, muss ich jetzt sagen. Wie gesagt, Realschule war, ja, wo war halt Realschule, da war jetzt nicht so, ja doch, da war ich einige Male ziemlich besoffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ansonsten fand ich die Schule auch ziemlich geil. Höhere Handelsschule war richtig cool, weil wir auch relativ oft
in einigen anderen Ländern waren, unter anderem Italien, Spanien, Frankreich, das war geil. Und ja, ansonsten die Schule mochte ich generell, weil, genau, hat mir Spaß gemacht. Schulzeit war fett. Ja, aber ganz ehrlich, auch wenn es nicht ganz zur Schulzeit steht, die Studiumszeit fand ich auch noch geiler, vor allem, weil ich mit Dennis Hartwig, glaube ich, täglich beim Burger King war.